Eine Monopoly, Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich heute einen wahrlichen Klassiker dabei. Und es hat mir einfach mal angemacht, den mal mitzunehmen. Ihr habt es unten eh schon gesehen. Also, wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Was habe ich denn heute dabei? Heute habe ich die klassische 600er Polaroid dabei. Das Schöne ist, für das wunderbare Gerät hin gibt es noch Filme. Der Halteband hier ist abgerissen, aber das ist mir jetzt in dem Fall Schnurz. Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal mit der mal raus. 8 Bilder gehen damit. Und es ist einfach zum Bedienen. Ist natürlich ein klobiges Teil und komplett verstaubt. Aber das macht nichts. Für ein kurzes Video, gerade bei dem schönen Wetter, reicht es. Und dann habt ihr nämlich dann, kann man sagen, einen Film komplett durch. Was gibt es zu der Kamera zum Sagen? Nicht viel. Hier zwei Einstellungen. Einmal für Landschaft und mehrere Leute. Und einmal, da schiebt es dann hier vor die Linse, eine Linse. Seht ihr hoffentlich. Für Nahaufnahmen von 0,6 wird es sein, also einen halben Meter bis 1,2 Meter und dann von 1,2 Meter eben bis unendlich. Und hier ist noch ein kleiner Schieber für ein bisschen heller machen, ein bisschen dunkler machen. Ich stelle ihn mal in die Mitte, weil ja heute so schönes Wetter ist. So, zum Film einlegen, piepen einfach, wenn ich mir jetzt gerade nicht einen Nagel eingerissen hätte. Einfach bloß den Schieber hier vor, dann geht die Klappe auf. Und ich nehme dann den schönen Film. Bei dem Film ist der Vorteil, beziehungsweise bei der Kamera, diese brauchen keine separaten Batterien. Die Batterien sind schon im Film, deswegen sind auch die Filme so teuer. So ein Film kostet mal um die 20 Euro, also 15 bis 17 Euro für 8 Bilder. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber ist halt so. Film aufmachen, vorsichtig. So. Und dann Klappe wieder aufmachen. Wenn ich mich recht entsinne, hier unten sieht man übrigens die Batterien, das sind die zwei silbernen Teile. Einfach bloß rein. Zack. Klappe zu. Und schon kommt das Deckblatt raus. Das Geräusch kennt ja jeder von uns, gell? Kamera ist geladen. Man sieht, es funktioniert. Hier ist auch noch für den Blitz. Wenn das aufleuchtet, ist der Blitz geladen. Geht dann automatisch wieder aus. Ja, das war es eigentlich schon, die ganze Laube. Packen wir die Sachen zusammen und dann geht's los. Jetzt sind wir in Isny, einfach mal zum Eis essen. Hinter uns der Schnaki hier mit Sonnenbrille. Neben mir der andere Schnaki auch mit Sonnenbrille. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir für schöne Bilder machen. Das Wetter ist ja grandios. Und ja, schauen wir, was wir entdecken. Wie immer. Die ersten 4 Bilder sind schon im Kasten, aber ich glaube, der Film ist nichts mehr, weil irgendwie, ich weiß nicht, die Farben kommen nicht richtig zur Geltung, aber es kann auch sein, dass es länger braucht mit der Entwicklung. Ihr habt es jetzt einfach mal bloß in die Tasche getan. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall einen leckeren Eisbecher verdient, gell? Und dann schauen wir mal, dass wir die restlichen Bilder auch noch machen. Vom Eis mache ich auf jeden Fall mal noch ein Bild und dann kriegen wir den Film locker schon weg. Also dann bis dann. So schnell gehen 8 Bilder weg und ja, war lustig, Eis war lecker. Leider ist das Bild vom Eis etwas unscharf, aber das macht nichts. Man kann es glaube ich erkennen, dass es Eis ist. Dann ist es halt ein wenig zusammengelaufen, war schon. Jo, entwickeln brauche ich in dem Fall nicht, geht ja automatisch. Man sagt, bei dem Polaroid braucht es ungefähr 6 bis 8 Stunden, bis die richtig wirklich komplett durchentwickelt oder durchgezogen sind. Naja. Ich scanne die Bilder auf jeden Fall mal ein und beim Fazit sehen wir uns wieder.
Ja, aktuell sind zwar alle 8 Bilder mit der Polaroid verschossen, aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, wenn ich eh gerade so gut dran bin, dann mache ich doch einfach nochmal einen Satz oder einen Film mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Das Wetter ist eh klasse und so kann ich ein bisschen das Video auch etwas länger machen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir was Schönes entdecken. Und Schwarz-Weiß ist ja sowieso meine Welt. Also schauen wir einfach mal, was wir finden. Gell? Vier Bilder habe ich jetzt in Schwarz-Weiß mit der Polaroid schon gemacht, also 4 gehen noch, aber ich habe jetzt richtig Lust drauf, also das macht jetzt, das fetzt richtig, obwohl das Ding relativ klobig ist, nur die Polaroid selber, die 600er, mein Technik geschult halt, oder geschuldet, es fetzt halt. Hier mit der großen Tasche, so, da geht es wunderbar, gell? Und jetzt habe ich mich noch kurzerhand entschlossen, ich fahre jetzt noch ein bisschen Moped. Und da machen wir natürlich auch ein paar schöne Fotos. 4 gehen noch, aber ich kenne mich ja. Ich werde da immer wieder mal schöne Motive, irgendwas entdecken. Und darum habe ich vor, jetzt haben wir nochmal ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht. Film mitgenommen. Ob ich brauche, weiß ich nicht. Also, schmeiß mich mal aufs Moped und ich werde mich demnächst wieder melden. Bis dann. Danke. Wer hätte es gedacht, jetzt spontan noch nach Wiederhofen zu dem Trimsler hier. Mal winken. Winke, winke, ab da, ja. Genau. So, haben wir ihn doch mal erwischt und eine ganz, ganz, ganz seltene Aufnahme. Ihn beim Arbeiten. Sieht man sehr, sehr selten bis gar nicht. Ja, 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 ja. So, ich habe jetzt doch mir entschlossen, den zweiten Film auszupacken. 7 Bilder gehen davon noch. Und jetzt fahre ich dann mal weiter. Schauen wir mal, was wir noch entdecken, wie immer. Und ja, ich melde mich. Gerade aktuell in Wilhams und der zweite Film ist auch schon fast leer. Ich glaube, 4 Bilder kann ich nur machen. Ja, so schnell geht das. Aber so kann ich euch nämlich auch ganz schnell die Bilder zeigen. Wilhams ist übrigens so 4 Kilometer weg von Wissen, also ich sehe es, ich bin nicht da weggekommen, aber macht nichts. Ja, jetzt trinke noch müdig mein Bierchen. Ja, muss auch sein, und dann frei weiter. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir definitiv mal noch die letzten 3-4 Bilder und dann melden wir uns mal Fazit wieder. Ja, also, bis später. Back in Action und ja. Ja, hat Spaß gemacht, war schön. Polaroid ist lustig und ja, das letzte Bild ist bloß leider nichts geworden. Darum habe ich es auch nicht eingescannt. Zeige ich euch bloß mal so. Ja, das ist halt, wenn man so ist und den Auslöser betätigt. Man hätte halt das Ding aufmachen sollen. Schade, wäre eigentlich ein schönes Bild geworden, aber mein Gott, was will man machen? Ärgerlich. So an sich macht Spaß damit. Ist überhaupt ein lustiges Ding. Es ist halt sehr klobig. Aber ansonsten ist, wie gesagt, es macht Spaß. Schade ist halt, so ein Film mit 8 Bildern ist halt mit 17 Euro dabei ungefähr. Ob jetzt schwarz-weiß oder Farbe ist, glaube ich, fast egal. Ich glaube, die nehmen sich preislich nicht viel. Von der Seite her ist es halt einfach doof. Aber mein. Ich wollte schon länger mal mit der unterwegs sein und deshalb dachte ich, das mache ich einfach mal. Geil, 3 Filme sind durch, also es ist verhältnismäßig ein teures Video. Aber mein Gott, was tut man nicht alles für seine Fans. Gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben ist eh klar. Und ich wünsche euch nach wie vor gut Licht und
bis zum nächsten Mal. Ciao.